Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren fetten Folge von Assassin's Creed Valhalla. So, liebe Leute, wir machen unseren ersten Flussraubzug und schauen, was wir hier so machen müssen. Ich sehe gerade, wenn wir sterben, geht alles weg. Das ist krass. Das bin ich. Auf zum Raubzug. Wir machen den ersten Ausflug mit meiner Besatzung. Das erleichtert es mir, dir zu zeigen, was es am Flussufer alles gibt. Später kannst du gern deine eigenen Joms-Wikinger auf diese Reise schicken. Meine könnten etwas Ruhe vertragen. Okay, jetzt wird's spannend. Sind flott unterwegs? Ich weiß null, auf was ich mich hier einlasse. Bin gespannt. Dieser Fluss ist auf keiner Karte verzeichnet. Nur wenige wissen ihn zu befahren. Aber die Joms-Wikinger kennen seine Strömungen. Finde eine große Mahlzeit. Die Römer hätten diese Wege zum Schmuggeln benutzt. So konnten sie wohl gut ihre Spuren verwischen. Tatsächlich sind sie so gut versteckt, man könnte seine Nachbarn ausrauben, ohne je verdächtigt zu werden. Denk mal drüber nach. Selbst eine größere Mahlzeiten. Truhe finden. Jetzt Segel setzen! Ich bin gespannt. Ich habe null Idee, was Sieh hier mal. Passiert. Dorfbewohner. Nice. Die horten natürlich keine Schätze, aber wenn du Mahlzeiten für deine Mannschaft brauchst, wird man bei ihnen fündig. Glaub mir, meine Mannschaft ist wie ein abgerichtetes Wolfsrudel. Sie wird deinen Befehlen folgen. Kommt, meine Gib diese laut und ohne Schuss. Halte, wenn du nützt. Ah, okay. Bin gespannt, liebe Leute. Du lässt mich nicht los. Kein Problem, will ich auch nicht. Ich weide dich aus. Ah ja. WTF? Boah, ich habe kurzzeitig einen kleinen Herzinfarkt bekommen. Ah, da ist der nächste. Hier gibt es einiges zu holen. Noch Unterstützung. Zum Schiff zurückkehren. Das war's. Verschwinden wir. Das war. Das war jetzt nicht allzu schwer. Ich habe in Schenken schon härter kämpfen müssen. Bleib dennoch wachsam. Der Rauch der Feuer wird die Lager flussabwärts warnen.
Die Kämpfe werden mit der Zeit immer schwieriger. Rauch ist den Feind zu verstärken. Du kannst momentan einen Grab am Wasserkart einsehen, den du schnell aktivieren. Okay. Hier wird der nächste Raubzug dann wahrscheinlich. Dort, ein Kriegslager. Da findest du ausländische Güter und wenn du Glück hast, sogar Rüstzeug. Sie werden sich wehren, aber so ist das eben, nicht wahr? Das Spiel ist leicht verbuggt, wie wir sehen. GG dafür auf jeden Fall. So, let's go. Sie wurde wohl verriegelt. So, jo. Sieht wertvoll aus. Ich sollte es mit in die Siedlung nehmen. Lull. Sie plündern auch einfach komplett, ne? Also gute Mannschaft auf jeden Fall, die uns mitgegeben hat. Braucht man nicht allzu viel zu machen. Derzeit bin ich eher Schiffsführer. Seltsam, oder? Ein Plünderer, der nicht plündert. Segel, wenn man Segel, jahrelang Segel. Ständig fast entzwei gehackt wird, bleiben genug schmerzende Knochen, dass man lieber auf dem Boden bleibt. Aber komm, gehen wir. Nee, wir fahren lieber. Gehen jetzt im Wasser. Fände ich nicht so gut. Da haben wir die nächste Anlegestelle. Weiter geht's. Neues Lager, neues Glück. Lol. Hier muss es Gold oder Silber hey, geben. Ich schaff das nicht allein. Wer ist denn er? Das ist mir auch noch was. Feigling, du haust doch ab. Sagt zu uns, Feigling haut aber selber ab. Das ist mir ja eine Pfeife, du. Häschen?
aus. So. Let's go. Gehen wir mal zurück zum Schiff. So erschöpft, Ava. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich wäre bereit, nach Hefnatop zurückzukehren. Sag der Besatzung Bescheid, wenn du soweit bist. Hä? Formador Ockar kem after. Ich hab hier gar kein Horn. Ach so. Ah, okay, jetzt gecheckt. Okay. Das war ja easy. In Anführungsstrichen easy. Okay. Passiert jetzt noch irgendeine Handlung? Ah, okay. Das war erfrischend. Und so lohnend, wie ich es versprochen hatte, oder? Ja, da hat er recht. Meinst du, wir haben genügend Vorräte, um etwas damit anzufangen? Ja. Was schwebt dir vor? Eine Bleibe, in der wir uns ausstrecken können. Eine Halle. Ich würde ungern Aedis und die anderen stören wollen. Du kennst Aedis? Ich habe von ihr gehört. Ihr Ruf als Kriegerin und Ausbilderin eilt ihr voraus. Ich würde ihr einfach ungern in die Quere kommen. Besser ist. Nun, wir haben Platz für eine Halle und mit genügend Vorräten können wir sicher etwas bauen. Kriegen wir das hin? Tatsächlich. Schau mal an, wie das aussieht. Ja, das sieht doch nice aus. Das sieht doch mal richtig nice aus. Ich komme in der Halle der Jomsvikinger. Ist eine Weile her, dass wir einen festen Ort für Zusammenkünfte und Geschichten hatten. Komm hierher, um mehr Jomsvikinger für deine Raubzüge anzuheuern. Mit der Zeit wird sie einige beeindruckende Kämpfer anlocken. Wahre Könner. Okay. Hannibal Lecter war das auf jeden Fall. Der Allvater ist ja heut, Eivor. Ich will Teil des Ruhms sein. Folge mir. Zusammen stoßen wir die Türen der Halle des Allvaters auf. Wenn du Muskelkraft brauchst, dann such nicht Führe weiter. Führe deine Klinge mit meiner. Gemeinsam lassen wir den Schwertgesang ertönen. Okay, liebe Leute, dann war's das an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall sehr. Hab lange keine Let's Plays mehr gemacht, deswegen habe ich eher so einen kleinen Hype jetzt, weil mir das wieder richtig Spaß macht. Ich habe wieder richtig Interesse, richtig reinzuhauen mit Let's Plays. Und ja, dann würde ich sagen, danke für euren Support. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.